kristallklares Wasser, wunderschöne Sandstrände, eine antike Stadt mit dem Apollon-Tempel und den Ruinen eines Amphitheaters. All das ist der größte türkische Ferienort Side. Heute sprechen wir über die 5 besten 5-Sterne-Hotels in dieser magischen Region, die wir persönlich ausgewählt haben. Obwohl es sehr schwierig ist, nur 5 von mehr als 500 Hotels zu wählen, haben wir uns entschieden, die unterschiedlichsten Hotels in unsere Top aufzunehmen, damit jeder einen Urlaub nach seinem Geschmack finden kann. Also fangen wir an. Und wir haben einstimmig beschlossen, das atemberaubende Hotel Bosphorus Sorgun als erstes in diese Liste aufzunehmen. Bosphorus ist ein sehr instagramhaftes und fröhliches Hotel mit leckerem Essen und hochwertigen Partys. Es befindet sich in der Gegend von Sorgun, 250 Meter vom Meer entfernt. Zwischen dem Hotel und dem Strand ist eine Straße und der Zugang zum Strand ist über eine Unterführung und einen Shuttlebus möglich. Die Mahlzeiten im Hotel basieren auf dem All-Inclusive-System, aber zusätzlich gibt es 3 à la carte Restaurants. Für den Besuch ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Ein freier Eintritt in eines der Restaurants bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Nächten. Das Hauptrestaurant hat eine Marmorecke, Mixer, Mikrowelle. Das Hotel hat seinen eigenen Sand- und Kiesstrand. Der Transfer zum Strand ist von 8 Uhr bis 19 Uhr verfügbar. Am Strand gibt es eine Snackbar, darum ist es nicht nötig, das Meer zu verlassen und zum Mittagessen ins Hauptrestaurant zu gehen. Auf dem Gelände des Hotels befinden sich ein großer Außenpool in Form von Mickey Mouse, nicht beheizt, beheiztes Hallenbad, aber es ist nur in der Wintersaison beheizt, ein Schwimmbad mit 3 Wasserrutschen. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren gibt es einen Miniclub, einen Kinderspielplatz am Strand, einen überdachten Außenpool für Kinder und ein Kinderhallenbad. Zimmer. Natürlich gibt es Standardzimmer, die ziemlich gut sind. Es gibt Deluxe-Zimmer mit Whirlpool, es gibt nur 8. Diese Zimmer verfügen über eine große Terrasse, einen Whirlpool und haben einen Blick auf das Hotelgelände und das Meer. Sie können bereits reserviert werden, wenn die Touristen im Hotel sind. Eine Reservierung im Voraus ist nicht möglich. Und die dritte Art von Zimmern, Familienzimmer. In den Zimmern Minibar, Safe, Teeset, Bademäntel, Pantoffeln und Zahnpflegesets nur für Stammgäste und Hochzeitsreisende. Als nächstes folgt ein ebenso schönes Hotel mit einem etwas anderen Ansatz zur Entspannung. Und das ist das luxuriöse Alvadona Beach Resort Comfort. Also, Alvadona Beach Comfort, 5 Sterne. Ich muss gleich sagen, dass der erste Eindruck nicht eindeutig war. Alles war irgendwie alt, aber nicht im Sinne von schäbig, sondern eher veraltet und nicht sehr modisch. Und alles scheint sauber zu sein, aber nicht zu sagen, dass es stilvoll ist. Nachdem wir durch das Hotel und seine Umgebung gelaufen waren und im Restaurant gegessen hatten, gewöhnten wir uns schnell an die Atmosphäre und hatten das Gefühl, dass hier alles wie zu Hause ist. Kein Wunder, dass dieses Hotel so tolle Bewertungen hat. Man fühlt sich hier sehr wohl. WLAN ist hier überall kostenlos und mit hoher Geschwindigkeit. Was gibt es Neues? Eine neue interessante Strandbar, einen Wasserpark für Kinder und einige renovierte Zimmer. Direkt vor dem Hotel befindet sich ein großer Markt. Es gibt auch Geschäfte. Das Gebiet ist kompakt und angenehm. Die beiden Hauptpools sind in 2 Ebenen unterteilt, wobei einer mit Heizung auf der unteren Ebene ist. Das große Hallenbad ist beheizt. In Wasserparks wird das Wasser auch erhitzt. Es gibt nicht viel Grün. Die Anlage ist etwas bergauf. Es gibt einen kleinen Abstieg zum Strand, aber nicht steil. Keine Treppen.
Der Strand ist auch kompakt wie das ganze Gelände. Er ist sandig, der Zugang zum Meer ist mäßig sanft. Links sind Steine. Wenn Sie sich nach links bewegen, gibt es dort einen sanfteren und sandigeren Eingang. Aber dort ist der Fluss und das Wasser kann dadurch kühler sein. Es gibt keinen unangenehmen Geruch. Oder rechts am Strand von Turan gibt es auch einen sanfteren Eingang ohne Steine. Am Strand ist eine schöne, coole neue Bar. Zimmer. Im Moment wurden nur 10 Zimmer im Hotel modernisiert, einige Standardzimmer und Familienzimmer. Es gibt dort wenig Licht, aber moderne Renovierung. Was für ein Zimmer bekommt der Tourist bei der Buchung, wird nicht konkretisiert. Und die Zimmer sind natürlich veraltet. Alles ist normal, nicht schäbig, aber nicht modern. Die Bademäntel sind cool, plüsch. Es gibt stilvolle schwarze Pantoffeln. Das Badezimmerset ist ausgezeichnet. Es gibt kein Zahnpflegeset. Gute Dove-Seife im Spender. Minibar voll mit Bier, aufgefüllt. Essen und Trinken. Hier ist alles super. Das ist starke Seite aller Alvadona Hotels. Es gibt alles in großer Menge. Alles ist lecker. Es gibt einen Kindertisch und Babynahrung. Die muss aber gefragt werden. Ich habe nicht gesehen, dass sie so einfach steht. Diätkost gekocht ist auch da. Kindertisch steht zur Verfügung. Das Essen ist rund um die Uhr verfügbar. Abends ist eine Snackbar mit einem Menü geöffnet. Importierter Alkohol, viele Cocktails an der Bar. Zum Frühstück kann man frischen Orangensaft bekommen. Abends gibt es eine Bar, in der deutsche Rentner abhängen, plaudern und tanzen. Animation. Es gibt ein Spielzentrum gegen eine zusätzliche Gebühr. Ein toller Miniclub. Man knetet, kocht mit den Kindern, führt verschiedene Workshops durch. Tagsüber ist alles standardmäßig, abends gibt es eine Mini-Disco, dann eine Show. Das nächste Hotel mit ungewöhnlichem Konzept und leicht widersprüchlichen Bewertungen, aber dennoch ein fantastisches Hotel, Dreamwater World. Das Hotel wurde am 16. Juni 2022 eröffnet. Das Hotel hat nicht zufällig seinen Namen bekommen. Sein Territorium ist eine durchgehende Wasserzone. Hier gibt es riesige Anzahl von Pools. Es gibt eine Poolbar und ein Café. Es gibt einen Pool, eine Meerjungfrau. Das Hotel verfügt über 3 Wasserparks. Piratenwasserpark für Kinder und 2 Wasserparks für Erwachsene. Leider funktionierten sie beim unseren Aufenthalt nicht, aber man versprach, dass sie sich neulich öffnen würden. Wenn Sie sich also dieses Video ansehen, ist es möglich, dass sie bereits funktionieren. WLAN ist überall, die Verbindung ist gut. Safe gegen Gebühr. Das Hotel liegt an der 2. Linie und bietet alle 15 bis 20 Minuten einen Shuttlebus zum Strand. Am Strand gibt es eine Strandbar. Das Hotel war bei unserem Aufenthalt noch nicht vollständig fertig. Die Hälfte der Zimmer war in einer Renovierungsphase, andere Bereiche waren noch nicht bis zum Ende veredelt. Das Hotel verfügt über einen Miniclub, der zu bestimmten Zeiten geöffnet ist. Abends gibt es eine Mini-Disco mit anschließendem Programm für Erwachsene. Hinter dem Hotel gibt es einen Ort zum Ausgehen, viele Geschäfte und ein Einkaufszentrum, Geldautomaten, Cafés und mehr. Das Hotel hat ein Spa-Center, das aber nicht groß ist. Das Hallenbad war noch nicht fertig. Das Essen im Hotel ist nicht perfekt, aber die Auswahl ist sehr vielfältig. Wer gerne Zeit am Pool verbringt, ist hier genau richtig. Das Hotel, in das man immer wieder kommen möchte, mit einem göttlichen Spa und unglaublich leckerem Essen. Das Sens Deluxe Hotel.
Das Sens Deluxe Hotel wurde 2014 erbaut und verfügt über insgesamt 375 Zimmer. Ein stilvolles und sehr kleines Hotel, aber es hat das ungewöhnlichste Wellnesszentrum. Meiner Meinung nach wird es für verliebte Paare hier sehr gemütlich sein. In erster Linie ist hier das Wellnesszentrum sehr schön. Sauna mit einer Glaswand, dahinter Blick auf den Pool mit Installation. Es gibt auch Liegestühle im Zimmer mit dem Blick auf den Pool. Und im Wellnesszentrum gibt es Relaxbetten mit Wassermatratzen und es ist unrealistisch kühl. In meinen Plänen war es, im Pool zu schwimmen, nachdem ich auf solchem Bett gelegen hatte. Aber dieser Test zog sich über ein paar Stunden hin und es war nicht möglich, im Pool zu schwimmen. Ich habe noch nie ein solches Wellnesszentrum gesehen und kann es jedem sehr empfehlen. Bemerkenswert sind auch die prächtigen Zimmer. Offenes Badezimmer, Duschboden aus Marmor und es ist auch unrealistisch cool. Was das Essen betrifft, ist es hier Standard wie in den meisten guten 5-Sterne-Hotels. Man muss einen gewundenen Pfad zum Strand hinuntergehen und den Strand entlang führt dieselbe Straße, die zur Altstadt von Side führt. Das ist das Hotel, in dem ich persönlich und am liebsten ohne Kinder entspannen möchte. Am Ende unserer Hitparade der besten Hotels in Side steht eine sehr ungewöhnliche Kombination zweier Hotels der Kette mit einem gemeinsamen Gelände: Melles Holiday Village und Melles Resort. Die beiden Hotels haben einheitliches Territorium. Jedes aber hat seine eigene Rezeption und man ist in seinem eigenen Hotel. Das Melles Resort ist das familiengeführte Hotel, in dem überwiegend die Deutschen sind. Um das Hotel herum ist viel Grün. Hier wachsen Kiefer- und Apfelsinenbäume. Die Landschaft geht stufenweise nach oben. Es gibt Treppen zu einigen Gebäuden. Fast überall sind die Wege aus Pflastersteinen. So wird es mit Kinderwagen nicht einfach sein. Zum Strand führen auch die Treppen. Es gibt zwei Pools nicht weit vom Strand. Im Herbst und im Frühling ist ein Pool beheizt. Es gibt einen Pool mit Rutschen. Das Melles Resort verfügt über einen Außenpool und ein beheiztes Hallenbad. Das Hotel bietet viele Einkaufsmöglichkeiten. Nicht weit sind viele Geschäfte und Märkte. Das ist ein geschäftiges Viertel. Das Hotel liegt direkt an der Promenade. Man kann leicht zu Fuß die Altstadt von Side erreichen und die antiken Ruinen besichtigen. Das Melles Resort ist ein Hochhaus. Hier sind alle Zimmer neu renoviert, überall herrscht die Ordnung. Melles Holiday Village, das sind niedrige Bungalows, die überwiegend in Pinien und anderem Grün eingebettet sind. Die Rezeption draußen ist echt Village. WLAN ist überall kostenlos. Es gibt einen Kinderclub und nachmittags finden hier verschiedene Kindershows statt. Zugang zum Strand ist nur über die Promenade. Der Eingang zum Wasser ist sehr flach, aber es gibt Platten auf dem Boden. Der Strand ist sandig, es gibt keinen Pier. Wenn ihr aber etwas nach links geht, ist der Eingang zum Meer viel besser. So kann man dort auch sehr gut baden. Jetzt über die Gastronomie. Eine Cocktailkarte ist verfügbar. Alles hat mir gut gefallen. Fleisch, Fisch, Huhn in verschiedenen Variationen. Alles ist sehr lecker. Einmal in der Woche sind Meeresfrüchte. Der Nachtisch ist reichhaltig. Es gibt auch eine Kinderecke mit Nuggets, Würstchen mit Kartoffeln und allem, was Kinder so lieben. Im Village sollt ihr keine Standardzimmer nehmen. Sie sind alt und im Stil auf dem Land bei der Großmutter. Die Ökonomiezimmer im Village befinden sich in einem Gebäude am Wasserpark, ganz am Ende des Territoriums, neben der Rezeption. Die Zimmer sehen genauso wie die Standardzimmer aus. Deluxe Family Zimmer und teilweise Apartmentzimmer im Village sind erneut. Im Resort sind alle Zimmer gut, alle sind renoviert. Es lohnt sich, das Zimmer mit dem Blick aufs Meer zu nehmen. Es ist wunderbar.
besonders wenn man in einem hohen Stock ist. Im Zimmer gibt es eine Minibar mit Softgetränken. Wasser jeden Tag, alles andere alle zwei Tage. Wir hoffen, dass euer Urlaub immer unvergesslich sein wird und unsere Übersichten euch helfen, die richtige Wahl zu treffen. Stellt Fragen zu diesen Hotels in den Kommentaren, wir beantworten sie jederzeit gerne. Wir wünschen euch eine schöne Erholung.